Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Ausnahme von Let's Play Hidden Mysteries. Tjo, wo wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind. Rückkehr der Titanic, wollte ich dazu sagen. Rückkehr zur Titanic. Wo wir das letzte Mal hier stehen geblieben sind, in der Hoffnung, dass wir das Wimmerbild jetzt schaffen, beziehungsweise machen werden in der nächsten Aufnahme. Und wir fangen mal, wir fangen dann gleich an mit damit an. Entschuldigung, mit Zigarette im Mund kann man nicht einfach reden. So. Ich werde jetzt hier einmal einfach wild um mich herumklicken wieder, wie sich das so gehört für mich. Ne? Ihr kennt das ja schon bereits von mir. Ja. Und jetzt hat sich's irgendwie dann schön langsam aufgehört. Okay, was suchen wir? Wir suchen Fliege, Lupe, Pinsel, Stempel und Gabel. Pinsel ist hier. Gabel ist hier. Fliege ist hier. Lupe und Stempel. Die Lupe ist hier. Und ein Stempel. Das wird wahrscheinlich so ein altmodischer Stempel sein, nehme ich mal stark an. Hier, nein, das ist doch kein altmodischer Stempel. Was kriegen wir? Lupe. Wahrscheinlich fürs Fernglaserl. So, was haben wir hier? Hier fehlt ja der Zahnrad. Okay, wo haben wir denn? Da haben wir, glaube ich, das Fernglas gehabt, gell? Ja, okay, eines fehlt noch. Schauen wir mal. Es ist ja eigentlich kein Cheaten, was ich da jetzt mache, gell? Also, Vorderdeck und Ruderhaus können wir noch was machen. Beziehungsweise hier im in der oberen Lobby und im türkischen Bad. Okay. In der oberen Lobby. Bist du die obere Lobby? Ja. Okay, was kann ich hier noch machen? Außer hier und... Ah, hier. Ja, das einmal kann ich einsetzen. Das wird wahrscheinlich damit gemeint sein. Und das türkische Bad. Da sind wir hier gekommen. Da kann ich ja die Muschel aufmachen. Dann kriege ich hier eine Perle. Die Perle der Weisheit, meine Freunde. Die habe ich aber nicht gegessen. Obere Lobby. Kann ich da vielleicht das drauflegen und er geht hin? Oh, Tatsache. Dann kann ich mir das jetzt holen. Das ist eine Art Weckerglocke. Mhm, okay. Gut. Dann sage ich jetzt mal, wir gehen wieder in die Wirklichkeit zurück. Also nicht in die Wirklichkeit, sondern in die Nicht-Wirklichkeit zurück. Und ich kann hier im Vorderdeck noch was machen und im Ruderhaus. Im Ruderhaus kann ich noch was tun. Okay. Ah. Flattern wir ihm einfach mal den Lagerschlüssel. Und wir haben ein Wimmelbild. Juhu, ich freue mich. So viel unnötiges Gramure, was hier wieder immer dumm liegt. Aber ist eh gut, haben wir wenigstens was wieder zum Suchen. Titanic. So, wir suchen noch eine Maske, Pokal. Die Maske ist hier übrigens. Ein Pokal, 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 Kreisel, Blatt und Wecker. Da haben wir den Wecker. Kreisel, Blatt und Wecker. Kreisel und Wecker. Kreisel und Pokal. Da haben wir den Kreisel und den Pokal haben wir hier. Was ist denn das? Ein Wagenheber. Okay. Ah, ich weiß schon. Ich muss wieder zurück in die Nichtwirklichkeit.
Muss zurück, muss runter, muss hierher. Oh, Wirbelbild. Noch eins. Ich freue mich. Tja, dann, heute folgt ein Wirbelbild nach dem anderen, ne? Heute werdet ihr so richtig schön verwöhnt. So, wir suchen Aktenkoffer, Zug. Aktenkoffer und Zug. Hut, Hut. Achso, Zugnummer. Ups. Da, da. Dann Flasche haben wir hier, Schirm haben wir hier und Mikrofon. Tja, das gebe ich leider nicht her. Das ist vor meiner Nase. Aber wir suchen ein anderes Mikrofon natürlich. Wir suchen hier im Spiel das Mikrofon. Und das ist hier. Und wir bekommen eine Handsäge, eine Säge, eine Holzsäge, keine Ahnung. So, Wagenheber, damit kann ich das... Hallo? Sips. Und mit einem Steckschlüssel... Oh, doch nicht. Das kann ich einfach so rausnehmen, okay. Was machen wir jetzt mit einer Felge? Junge, 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 Junge. Nein, ich muss hinauf, wieder hinauf. Beziehungsweise schauen wir mal, was wir tun können. Jo, Vorderdeck und Bug. Sonst nichts. Und das aber in der unnatürlichen Welt. Ist das das Vorderdeck? Ja. Was kann ich denn hier tun? Ah! Okay, die war hier angeschraubt, die hat nun aber keine Schraube gesehen, interessanterweise. So, dann haben wir das schon einmal erledigt. Die Felge kommt da rein. War ein Scherz. Und im Bug kann ich was tun. Hat man mir gesagt. Oh. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Funkleitung. Für die Crewmitglieder dieses Postens wäre es ein großer Vorteil, wenn sie etwas hätten, womit sie weiter in die Ferne sehen könnten. Ach nee, lass mich raten. Hier kommt dann das Fernglas hin, was wir dann brauchen. Lol. Wenn ich eine kleine Kerbe in den Mast säge, könnte er beim Fallen möglicherweise die Richtung ändern. Natürlich, und mit einer Handsäge kann ich natürlich zu einem fetten, großen Masten durchsägen, ne? Okay, jetzt hat sich das verändert, aber wir gehen schon in den Funkraum. Fehlen noch ein paar wichtige Teile, okay. Dann gehe ich wieder zurück, gehe in die Kapitänskajüte und gehe in die richtige Welt. Und wir können jetzt hier ins Ruderhaus gehen. Wenn ich diese kleine winzige Schraube von dem Rahmen entfernen kann, dann sollte die Linse herausfallen. Okay. Okay, jetzt haben wir dann quasi noch eine Brillenlinse. Pilarkugeln fehlen uns 15. Ja, leck mich am Arsch. Ach, okay, Gott sei Dank bin ich nochmal zurückgegangen, weil da hätte man die Zange auch noch nehmen können. Hier haben wir eine Art Wimmelbild wieder. Ja, das geht sich jetzt eigentlich noch aus. Es ist eine Uhr aus alten Zeiten, ob sie wohl noch funktioniert. Ich muss alle Zahlen eintragen, um diese mystische Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Ja, das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme, meine Freunde. Ich mache jetzt einmal kurz das Wimmelbild noch. Dass wir das hinter uns haben, weil dann haben wir heute eine sehr wimmelbildlastige Folge, Aufnahme. Hoppala. Dann haben wir heute, glaube ich, schon 4 Wimmelbilder gehabt, oder? In der Aufnahme. So, was suchen wir? Wir suchen noch eine Säge, ein Mikrofon. Das Mikrofon hatten wir hier. Dann suchen wir noch die Säge, Gemälde. Säge haben wir hier. Gemälde, Wählknopf, Vase und Globus. Globus haben wir hier.
Wheel-Knopf. Hoppala. Wie schaut denn hier ein Wheel-Knopf aus? Ein Gemälde. Ist das ein Gemälde? Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Das hier hinten. Eine Vase. Na, ich gehe dauernd zurück. Hier ist die Vase. Ganz blöd mit dem Drücken. Und ein Wählknopf. Was zum Kuckuck ist ein Wählknopf? Was zum Wählen, das ist schon klar, aber wie schaut denn das aus hier? Krabbenscheren. Der hat, die Krabbe hat es auch schon hinter sich, ne? Ich kann mich noch erinnern, wie ich in Italien war mit meiner Mutter und mit ihren damaligen Freunden in Lugano, glaube ich, waren wir da, oder in Lignano, glaube ich, waren wir da. Habe ich auch so Krabben gefunden, so Panzer quasi, wo aber das Innenleben der Krabbe schon gefehlt hat. Also das war wirklich ein kompletter Panzer mit Scheren und alles, aber die Krabbe war nicht mehr drinnen. Das heißt, ja, sie ist gestorben und das Fleisch hat sich wahrscheinlich irgendwie hinausgenommen. So, das war der Wählknopf. Sehr schön. Okay, da haben wir das Rätsel. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Das machen wir in der nächsten Aufnahme, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein, zwei Minuten nur noch Zeit. Da würde das Rätsel viel zu lange dauern. Dafür reparieren wir schnell das Funkgerät. Das ist ja auch ein Rätsel wieder. Okay, ja, das machen wir alles in der nächsten Aufnahme, meine Freunde. Ich glaube, jetzt ist eh schon wieder soweit, auch wenn es, ja, verzeiht mir, wenn jetzt 13, 14 Minuten nur sind. Aber wir haben nochmal zwei Rätsel und das würde dann die Aufnahme in die Länge ziehen, beziehungsweise, ja, machen wir halt in der nächsten Aufnahme zwei Rätsel. Warte mal, kann ich vielleicht hier die Zange das... Tatsache, haben wir noch was geschafft? Beziehungsweise vielleicht schaffen wir das ja auch noch schnell, dass wir jetzt da schnell noch zurückgehen. Wir müssen sich halt nur merken... dass wir zwei Rätsel in der anderen Welt haben. Hier war das mit dem Sandstück. Und dann bekommen wir einen Spielzeugmöwe, das ist gut. Okay. Hier, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, in der virtuellen Welt, und zwar beim Funkgerät, mache ich eine kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt Let's Play Hidden Mysteries Rückkehr zur Titanic. Bis dahin, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.